that have been? It was almost reminiscent of that terror of legend. We haven't the time for stories. All we can do is retreat to the Great Bridge of Myrdhinn and assess our situation. I still can't believe it. The fort was destroyed, just like that. The Death Knight knew about the attack. Was it the Empire's doing? Guess that means they'd rather destroy the fort than lose it. We all have many questions, but for now we must focus on our next move. I wish for that as well, but we are sure to fall if we charge in without a plan. But by the look on your face, I have the feeling you are working out a plan even now. So, we make it appear as though we have ceased our invasion by returning to Garrick Mach. Then we divide up our soldiers and infiltrate nearby areas of the capital, right under the Empire's nose. Finally, we gather all of those soldiers somewhere we can get to swiftly from Garrick Mach, and proceed to invade Enbar. Is that what you are thinking? Are you serious? You know there's no guarantee that we won't be spotted by the enemy, right? If we fail to convene, we will be isolated inside the Empire and be utterly obliterated. I will be embracing the nearness of death if I am needing to. With each other. That sounds dangerous. Really, incredibly dangerous. Make no mistake. If we fail in this plan, there will be no coming back from it. Are you sure about this, Professor? I see. If you are resolved, then I will follow suit. We may be weaker, and the terrain may be against us. But all we can do is use our resources as best we can. That, and pray for the blessings of the Goddess. Part 2. Silver Snow. Garland Moon. The Chaos of War. The Resistance Army successfully takes Fort Mercius. Their victory celebrations are cut short, however, when javelins of light pierce the sky and destroy much of the fort. With nowhere else to go, the Resistance Army withdraws to Garrick Mach. Under the guise of surrender, they secretly prepare for a surprise attack on the Imperial capital. It seems the preparations for our invasion of Enbar are advancing smoothly. All has been laid out so we can move swiftly to the necessary locations. Until the time comes, please try to keep your spirits up. There is something else. I have heard that Rhea is potentially being held captive in the capital. The information could not be confirmed, nor even properly sourced. But even still, we cannot ignore the possibility. Please bear that in mind. Yes. We must not let anything get in the way of rescuing her. We're finally heading to Enbar, the capital city of the Empire. Oh, so many memories there. Oh yeah? So you've been there before? Yes. Though it was a very long time ago. A very long time? You must have been really young. I'm surprised you remember. The main stage of the Mittelfranc Opera Company is in the capital. I hope no one from the opera gets swept up in the coming chaos. There are many buildings straight out of the history books in Enbar. I hope they remain unharmed. You're worried about the buildings? What about the people?
You're an odd one, Lin. I am also worried about the people. I'm sure my father is in a palace in the capital. Many people reside in Enbar, so we must take care to avoid needless casualties. I don't think Edelgard cares much for avoiding casualties, so that's probably impossible. I bet we'll be fighting until one side or the other is completely destroyed. Bernie, you should be staying away from thoughts like that. We will be defeating her with our full power. Our enemy has great strength, but we will not be losing. I could not agree more. Remember, even if our surprise attack works, a force even greater than all of our troops combined awaits us in the capital. Zero casualties is always the goal, but we must not underestimate the situation at hand. Still, we must not hold ourselves to the same twisted morality that she does. After all, we are here to stop her, not to follow her down her dark path. We all choose to fight back. We are all in this together. You're right, Flayne. We've got to try our hardest. A different path from Edelgard. There is no stopping her. The only way to end this is to kill her. Our choice. Flayne, your words are wonderful and full of bravery. Let's go! We can't lose! The situation is dire, and so I will do what must be done. I am certain that if we join our strength, we can win this battle without losing a single soul. So, Leute, wir erkunden einmal, das tun wir ja immer einmal hier, aber im Grunde eigentlich nur, um kurz das Turnier mitzumachen. Einmal Kasper und einmal Cyril. Kasper, enttäuscht mich nicht. Silberachs Plus erwartet uns deswegen. Gleich ein Crit, super. Direkt ein Crit in die Fresse, ey. Gut, dann müssen wir uns heilen, weil der wird uns sonst erledigen. Gut, vergiss, was ich gesagt habe. Ich muss schon wieder ein Crit. Wäre mal schön, das in einem Kampf zu haben. Alle guten Dinge sind drei. Junge, er crit einfach vom Viertelfinale bis zum Finale durch. Scheiß auf die Gegner. Er will auf jeden Fall die Silberaxt haben. Mist, ey. Gut. Wenn er die Silberaxt haben möchte, dann darf er sie bekommen. Professor ist nicht da. Der ist ganz weit weg. Ganz weit weg und auch ohne Bock und sonstigen Kram. So. Many thanks. Will this one do? Many thanks. Oh, cool, Leute, hat's gut. Will this one do? Many thanks. Will this one do? Many thanks. Das andere habe ich noch. Come back soon. Hey. Hello. Hey. Dubioser Händler. Ganz bestimmt. Na gut, Kaledonis Krebs brauche ich. Das wäre natürlich geil.
hätte ich jetzt einfach die Sachen kaufen können. Ja, ich glaube, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Ja gut, die ganzen blauen Punkte sind ja Sachen, die man... Ne, es sind Leute, mit denen man quatschen kann. Müsste eigentlich sein, ja. Ja, ja, okay, sorry. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich dachte, das wäre... Zeigt an, dass man... Ja, ja, alles klar. Ich habe nichts gesagt, Leute. So... Im Grunde habe ich ja gesagt, wir springen weiter, um zu... I'd like to confirm something. Seems reasonable. Egal. So. We must let us. We had a. I think I'm improving. So, jetzt würden wir normalerweise kämpfen. Ach, macht schon wieder mein Internet nicht mit. Ja, kann durchaus sein. So, auch hier überspringen wir wieder, bis wir da sind. Ja, es ist ein bisschen blöd, aber ich weiß nicht, ich bin eher so lieber von Kapitel zu Kapitel. Weil das andere ist einfach so, boah, es dauert einfach lange, finde ich. Die ganzen Dialoge machen wir und dann dies und das. Na, egal. The Resistance Army, having finished preparations for their surprise attack on the Imperial Capital, departs Garrig Mach. Along the way, they join forces with ally soldiers who had already secretly entered Empire territory. Together, they storm the streets of Enbar, giving the Imperial Army no time to counterattack. It is. The greatest city in all of Fodlan. Enbar, the Imperial capital. Deep within are the palace grounds where the Emperor resides. If Rhea is being kept here, she must be within the palace. We shall tear through the city streets, capture the palace, and kill Edelgard at last. If the enemy spots us, they'll call back any troops deployed in other areas. We have no leeway here. Lady Rhea. Please be safe. Now, we must organize our reserve troops and invade Enbar. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you so much. Ah, Mist, habe ich vergessen. Welcome.
Okay, das habe ich im Grunde schon. Ciao, Anna, was geht? So, schauen wir uns doch mal die tolle, wunderbare Karte an. Voll mit tausenden von Gegnern. Yippie. Okay. Interessant. Okay, hier unten sind Einheiten. Da oben sind Einheiten. Und das war's. Jo. Hubert ist diesmal unser Gegner. Ist weiterhin ein Dunkelbischof. Auf Level 39. Alter. Der natürlich auch schon wieder so eine Scheiß. Oh, toll. Du kannst viermal insgesamt weit angreifen. Ich freue mich. Das heißt, er macht richtig schön Damage. Gut, wir haben hier eine Schatztruhe. Wir haben schon wieder einen Ritter des Todes, really. Gibt auch nicht auf, den Typ, ey. Ohne Witz. Nochmal den Ritter des Todes. Also im Grunde hätte ich mir gar nicht den Stress machen müssen gerade und den erledigen. Naja, wenn du dieses dunkle Siegel bekommen, das ich im Grunde auch nicht brauchte. Das war einfach nur aus Prestigegründen. Okay, anscheinend ist wirklich nur da eine Truhe, dann kriegt ZF 1 und dann würde ich sagen, warte mal, wir checken dann mal kurz noch. Silberbogen, jetzt gleich 9. Silberlanze, Meisterlanze. Nee, nee. Okay. Okay. Was da? Alle gegnerischen Kommandanten wurden besiegt. Oder werden besiegt. It appears that Hubert and the Death Knight are in command of the Empire's forces in the city. We've not the time to deal with them one by one. Split up and take both on at once. It's here. Crest of Flames banner. There, on the other side of the canal. Uninvited guests, I see. Let's ensure they receive a warm welcome. Ready the artillery. Prepare to attack. Rocks, arrows, magic. Rain death upon the enemy until they are silent as the grave. Reinforcements will fly in shortly. Defend the heavy weapons until they arrive. Da und da. Und da. What's my strategy? I will prevail. Ready for anything. More fighting. I do this for all of us. Let's clean up. I'm awake. Exemplary. Put me in there. Der macht sehr viele Crits. Das gefällt mir. I'll crush them all. Truly amazing. Guide me well.
Gut, erste Distanzwaffe schon mal erobert. Blöd ist nur, der hat 3 Leben. Das ist schlecht. Dann muss ich erst das Monster erledigen. Muss ich weiter angreifen? Sehr gut. Super. Das zieht einfach nichts. Nee, wir teilen uns auf, dann haben wir 2 Fronten. Burn macht trotzdem gerade, dass ich dann die beiden hier... Der ist besiegt. Ja, ich denke mal, Setup macht das schon alleine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das alleine hinkriegt. Sind ja nur die paar tausend Gegner, die da noch geduldig auf einen warten. Na, nö. Our first wave of reinforcements is here. It will not be long until the next. The reinforcements just keep on coming. We need to secure the artillery. That will make it easier to deal with them. Na gut, uns fehlt eigentlich nur noch eine Artillerie, dann haben wir alle. Wow, ist er getroffen. Problem ist nur, jetzt müssen wir wieder zurück, weil dein Gegner auftaucht. Scheiß Verstärkung, ne? Er ist natürlich 100-mal wichtiger.
Plattform echt jetzt. Das lohnt sich nicht für Burgertief. Gut, gegen den reicht das komplett nicht aus. Boah, was? 0% Trefferquote, der zerstört einfach. Bernie, what the fuck? Das ist übel. Das gefällt mir ja gar nicht, ey. So, bis zur welcher Reihenfolge? Oh, was? Alter. Zieht einfach so viel, ey. Alter, Schwede. Ist natürlich großartig. Naja gut, ich glaube, der wird dann. We have reinforcements coming in from another direction. Deploy them as soon as they arrive. Am besten gar nicht. Naja, war klar, dass er auf alle drei geht. Viel zu viel Damage. Dafür die beiden weg. Was? Alter! Was ist los mit dem? Ich kann den ja gar nicht, erledigen. Beziehungsweise viel zu geringe, Trefferquote. Das ist ja lächerlich teils. Also es ist sogar, es ist lächerlich. Stay vigilant. Ah, es ist zu viel Damage. I'm good now.
viel zu viel Damage, was er da macht, ey. Das sind die einzigen. Ach, Bruder, gib mir doch mal Damage, ey. Okay, da kommt die Verstärkung. Es ist toll, dass er mich gar nicht angreift. Na gut, wenn er Lin hat jetzt killt, dann habe ich ja ein Problem mit. Das ist zu viel. Ja, aber er kann ja zweimal angreifen mit. Alter. Was ist das bitte schön mit dieser lächerlichen Trefferquote, ey? Die stirbt, zieht aber. Aber stirbt. Das macht 54. Das tötet mich sofort, das ist klasse. Tja, dann muss ich ihn so besiegen. Mit 38, ja. Großartig, 3% Trefferquote. Alter Schwede, das kannst du vergessen. Alter. Ja gut, 17, aber was zur Hölle? Boah, das ist ja lächerlich, Alter. Null. Aber eher 99. 99, halt's Maul. Warum trifft das nicht? Junge, sie ist fucking Bunkritterin. Als ob du einfach 1000 Fähigkeiten hast, die das unterdrücken. Alter, verleiht beim Treffer plus 20, schön. Ja, ist klar. Plus Angriff plus 5, ja. Gewährt Schutz gegen sofortigen Tod, okay. Okay. Verdoppelt im Kampf erhaltene Fähigkeit zu hören, ist egal. Trifft. Bis zu 20%, schön. Und dann noch letzte Level 5. Ich kann kotzen. Vor Begeisterung. What's my strategy? Tja, geht er da vorne eben hin. Ready for anything. 32%. Alter. Das geht so langsam in eine Richtung, das ist schon unverschämt. Nö. Plus 17, schön. Leute, wisst ihr was? Das ist toll, der kann einfach zweimal angreifen. What the fuck? How kann der einfach zweimal angreifen? Alter!
Bruder, er kann einfach zweimal angreifen und gibt mir noch einen Crit in die Fresse. Alter Schwede. Das einzig Gute ist halt, dass wir nicht sterben, aber nicht Game Over sind, obwohl Byleth draufgegangen ist. Aber stellt euch das mal vor, Leute. Alter. Der ist richtig hart, der Typ. Wirklich. So, wie gesagt, der ist tot. Also ich sag mal ganz ehrlich, das wird richtig schwer. Und wir müssen, glaube ich, beide auch noch töten, ne? Plus die Verstärkung, die dann auch antrabt. Boah, wird schon knackig. Ah, das wird schon schön knackig. Schwer. So, sag mir, kannst wahrscheinlich auch nicht viel ausrichten. Ja, wenn Donnerbrand alles treffen würde, aber hey, ihr trifft nichts. Ja, alles klar. 28% trifft. Oh, ist das schlecht. Egal. Good. Only Hubert remains. We are taking heavy losses. We need more troops. What's my strategy? Gar nichts, du bist Lappen. More fighting. Das ist ja nur der Ritter des Todes, der draufgegangen ist. Ist doch kein Problem. Der war ja auch nur scheiße stark. Das war no joke, der war scheiße stark. So richtig scheiße stark. Wenn ich ihn noch nicht mal mit Byleth erledigen konnte, heißt das schon was. Ey, gut, ich meine, ich habe Byleth jetzt auch wirklich geschont. Na? Aber eigentlich heißt das nichts. Denke ich. I'm awake. Was? Dass du mit Schwert einfach nicht viel ausrichten kann. Schade. Okay. Dann locken wir den Gegner. Na, ah, verdammt, ich habe Donnerbrand angelegt. Das ist schlecht. Kann ich das eigentlich ewig machen, das Ding? Ne, noch bewegbar für. Ja. Ja, gut, haben wir jetzt ziemlich ausgereizt. Wollte ich nicht. Ja, gut, so killen wir jetzt eigentlich alle. Ohne Probleme. Warte, da ist auch noch einer. Ui. Den habe ich ja komplett übersehen.
Na, warte. Direkt erledigt. So. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Eventuell. It's almost a shame to kill you. Not even death will make you consequential. Hammer, ne? Den Catherine zieht er so viel. Okay. Ach nö. Ach nö. Verpiss dich mal mit deiner Verstärkung da. Ja, mal gar nicht. Auch nur mit Verstärkung kämpfen, ey. Na ja, gut, das ist jetzt nur noch Hubert, ne? Naja, nur. Auch ein bisschen unfair. Excellent. We've broken through the city. Keep moving. Our next destination is the palace. Here.